Hallo und herzlich willkommen im kleinen Studio heute. Muss ins Mikro quatschen. Zu der Spezialfolge vom Adventskalender, dahingehend Spezialfolge, dass ich mich mal an ein für mich noch unvertrautes Themengebiet rantrauen möchte. Und ich dachte mir, irgendwann müssen wir das ja mal machen. Und jetzt machen wir es einfach mal im Adventskalender so mitten rein. Ach, das ist vielleicht nicht strategisch das Allerschlauste, dass das Video dann hinterher auch noch gefunden werden kann, aber mir egal, machen wir trotzdem. Insekten oder Hexapoden. Hexapoden ist der schlauere Begriff für Insekten. Vielleicht erinnern sich die ein oder anderen alten Zuschauer, also nicht zwingend alt an Jahren, aber reich an Erfahrung im Gucken meiner Videos, dass ich so ein paar Wissensbildungslücken habe. Und wenn wir mal, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht, aber wenn wir mal ein Fragt mich doch irgendwas Video gemacht haben, dann habe ich meistens hinzugefügt, dass bei diesem Fragt mich doch irgendwas bitte nicht unbedingt Fragen zu Pilzen, insbesondere zur Artenkenntnis von Pilzen, zu Baumkrankheiten, insbesondere zur Artenkenntnis von Baumkrankheiten und zu Insekten, insbesondere zur Artenkenntnis von Insekten dabei sein müssen. So, ich habe mich inzwischen bei diesen drei Dingen, mit denen ich mich nicht so gut auskenne, bei denen ich im Studium auch nicht so ganz aufgepasst habe, das wurde jeweils behandelt, ja. Es ist aber auch nicht was, wozu es 17 Vorlesungen gibt, sondern eher so 2, 3 oder 4, wenn du dich darauf spezialisieren möchtest, aber dann ist auch gut. Daher, ja, sicherlich nicht mein Fachgebiet. Aber ich habe mich da jetzt mir vorgenommen, in all diesen Bereichen mich nur ein bisschen nach und nach weiterzubilden und Lücken zu stopfen sozusagen. Bei den Pilzen habe ich es zumindest insoweit getan, dass ich inzwischen Pilzökologie durchaus erklären kann. Habe ich auch schon in einem Video getan. Bei den Baumkrankheiten ein paar Beispiele kann ich sehr gut erklären. Viele andere kenne ich noch nicht, aber das werden im Laufe der Zeit immer mehr. Also 1, 2, 3 pro Jahr kommen da jeweils dazu. Und bei den Insekten hatte ich bisher tatsächlich noch kaum eine Ahnung. Mal abgesehen vom Borkenkäfer, der ist so prominent, dass man sich mit dem natürlich intensiver auseinandersetzt. Aber auch mehr mit der Ökologie des Borkenkäfers, also mit dem, was treibt der so, weniger mit Morphologie und überhaupt, wo kommen Insekten eigentlich her und so ein Zeug. Und genau das besprechen wir jetzt. Ich verrate euch schon mal, das wird eine Folge mit Überlänge und es wird in diesem Adventskalender vielleicht noch 1 oder 2 weitere Folgen zum Thema Hexapoden geben, also Käferchen, Insekten, Kriechviecher, Insekten ist der eine Fachbegriff und noch schlauer ist Hexapoden und alles andere ist im Grunde eine volkstümliche Bezeichnung. So. Ja? So, und da fangen wir jetzt auch an und ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, aber wir besprechen jetzt doch den Aufbau und die Anatomie und die Funktionsweise von Insekten. Dazu könnte man sicherlich noch tolle Bilder einblenden, wenn man dann welche hätte. Vielleicht finde ich noch ein kleines bisschen was, aber allzu doll wird es nicht sein. Das heißt, wer Lust hat, kann auch nebenher den Abwasch machen oder sonst oder Waschmaschine oder Wäsche aufhängen oder bügeln oder Solitär spielen, spielt heute keine Sau mehr, ne? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Gut, also, zunächst mal, die lieben Insekten sind Teil der sogenannten Arthropoden. Arthropoden, dachte ich meine Zeit lang, da war ich dumm, ja, seien automatisch Insekten, ist aber nicht so. Arthropoden sind die Gliederfüßer. Und die Gliederfüßer, lasst mich das nochmal schnell nachlesen, bestehen im Wesentlichen aus einmal den Krebstieren, den Krustazäen, ja, also so ein lustiger Krebs, der da im Wasser unterwegs ist und lustig seitwärts läuft, das ist ein Arthropode. Ein Tausendfüßler, der bekanntermaßen nicht 6 und auch nicht 8 Beine hat, sondern ganz viele, ist ein Arthropode, gehört aber weder zu denen, die 8 Beine haben, noch zu denen, die 6 Beine haben. Und die, die 8 Beine haben, das wissen sicherlich viele, das sind die Spinnentiere. Die haben auch genau das gemeinsam, dass sie eben 8 Beine haben. Darunter gehören die wirklichen Spinnen, und aber zum Beispiel eben auch die Skorpione oder die Milben. Eine Zecke zum Beispiel gehört zu den Milben und ist damit auch ein Spinnentier. Also wenn wir Zecken nicht mögen, dann können wir trotzdem die Insekten mögen und uns über die freuen, weil die haben mit den Zecken ja über 17 Ecken ein paar Verwandtschaftsgrade, aber nicht viele, nicht viele. Ja. So, und dann gibt es eben noch die sogenannten Hexapoden, die Sechsfüßer und das sind dann unsere Insekten. Ja, ich tut mir leid, wenn ich den Namen noch ein paar Mal sage, aber
aber es lässt sich nicht ganz vermeiden. So, und so ein Insekt, dafür müssen wir jetzt ein paar Sachen wissen. Erstens mal, wie entwickelt sich denn das? Da gibt es im Grunde zwei große Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte holometabole Insekt und dann gibt es noch das andere Ding, das merken wir uns aber gar nicht. Merkt euch einfach mal holometabol, das ist nämlich das bei weitem Spannendere, denn das sind diejenigen, die diverse völlig anders aussehende Larvenstadien durchlaufen, die dann also anders aussehende Larvenstadium als das ausgewachsene Tier. Soll heißen Schmetterling. Das kennt man aus der Grundschule, ist eine Raupe, raubt rum, frisst am Blatt und macht plötzlich eine Puppe, kommt da raus und ist ein wunderschöner Schmetterling und toll und blablub. Und das ist schon wirklich faszinierend, diese Metamorphose. Also diese vollständige Änderung der Gestalt zu etwas ganz, ganz anderem. Und das sind holometabole Insekten, die eben ein solches Larvenstadium als irgend so ein Flüpp, 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 Flüpp durchlaufen. Mehrere davon gegebenenfalls mit mehreren Zwischenverpuppungen zu einfach einem größeren Flüpp, 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 Flüpp. Und dann am Schluss die Entwicklung zur Imago, zum geschlechtsreifen ausgewachsenen Tier. Davor ist nichts mit Geschlechtsreife, die können sich nicht vermehren, die fressen und werden dann irgendwann zur Imago. Ja? Mehr als fressen tun die nicht, fressen und ein bisschen Flüpp, Flüpp machen, bis sie ausgewachsen sind. So, und das kann dann eben völlig anders aussehen, das Imago-Tier, und den Aufbau von diesen Imagos, den werden wir uns jetzt noch genauer angucken. Ansonsten, Insekten legen grundsätzlich Eier, ja, und aus diesen Eiern schlüpft dann grundsätzlich eben ein Larvenstadium. Wenn es sich nicht um ein holometaboles Insekt handelt, dann haben wir es zu tun mit zum Beispiel einem Grashüpfer. Der ist im Jugendstadium ein sehr kleiner Grashüpfer, dann häutet er sich, dann ist er ein etwas größerer Grashüpfer, Larvenstadium 2. Dann häutet er sich nochmal, dann ist er ein noch größerer Grashüpfer, Larvenstadium 3. Dann häutet er sich irgendwann zum letzten Mal, dann ist er ein ausgewachsener Grashüpfer und damit eine Imago, ist jetzt geschlechtsreif, sieht aber ansonsten, abgesehen davon, dass er größer ist und vielleicht ein bisschen farbenfroher, nicht viel anders aus als ein Larvengrashüpfer. Das sind eben diese vergleichsweise uninteressanteren, meiner Meinung nach, aber obwohl die natürlich auch wahnsinnig faszinierend sind, eine riesige Artenvielfalt und Formenvielfalt aufweisen, wie es bei Insekten grundsätzlich der Fall ist. 60-80% aller Lebewesen des Planeten, aller Arten, vielleicht sogar noch mehr, sind Insekten. Das wissen wir gar nicht genau, weil wenn neue Lebewesen entdeckt werden, dann sind es Insekten. Und dementsprechend weiß kein Mensch so genau, wie viele da noch irgendwo im Dschungel und sonst wo schlummern und noch nie entdeckt worden sind. Teilweise werden wahrscheinlich wieder welche aussterben, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben und niemand aufgeschrieben hat, dass es die gibt. Das ist also das Schöne für den Arthropodenforscher, insbesondere eben den Entomologen, der Insektenforscher, der sich mit solchen beschäftigt, der hat nämlich wirklich noch die Chance, neue Arten zu entdecken und die dann zum Beispiel nach sich selbst zu benennen, also den Tüchsenkäfer in meinem Fall, wenn, wird nicht passieren, aber wäre ganz lustig, oder den Käferus, ein Mann im Waldus, oder theoretisch hat man da relativ viele Freiheiten, denen dann irgendwelche völlig bekloppten Namen zu geben. Gibt es auch einige schöne Beispiele von sehr bekloppten Namen, die dann auch bekommen haben. Gut, aber lassen wir das. Larvenstadium, Entwicklungsstadium, soweit so klar. Ja? Wichtig dabei wäre noch zu sagen, dass es Insekten gibt, die dahingehend ein trauriges Leben führen, dass ihre Larvenstadien teilweise Jahre gehen, dass sie diesen hier machen, flüpp, 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 dann kurz mal zur Imago werden, rumfliegen können, tolle Eigenschaften haben, stark sind, schnell sind, schön sind, sich fortpflanzen können, Eier legen können und in dem Moment sind sie auch schon wieder tot. Und das geht dann nach Jahren des Flüpp, 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 vielleicht 14 Tage. Das ist leider ein häufiges Phänomen bei Insekten und wirkt auf uns wahrscheinlich ein bisschen traurig, aber tatsächlich ist es einfach nur effizient. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Schmetterlinge, die überhaupt keine Mundwerkzeuge haben, weil die nichts fressen.
haben. Die sollen so lange rumfliegen, bis sie einen Partner finden. Dann sollen sie von der Substanz, Körpersubstanz, ihren Reserven, die sie als Raupe angelegt haben, leben und Eier legen. Und danach ist es sowieso egal. Ein zweites Mal Eier legen schaffen sie eh nicht. Also können sie auch gleich sterben. Die nächste Generation richtet es dann. Ja, das kommt bei Insekten relativ häufig vor. Wir haben wahnsinnig, aus unserer ethisch-moralischen Sicht, haben wir unglaublich brutale Mechanismen im Insektenreich, ganz schlimmen Völkermord und solche Sachen, Verrat, Sklavenhaltung, Mord und Totschlag, Parasitismus, Hyperparasitismus, also ein Parasit, der von einem Parasit lebt, der von einem Wirt lebt. Also, was können wir im Insektenreich finden? Also ganz, ganz krass. Aber es gibt auch echten Altruismus, also völlige Selbstaufopferung für das Volk, wie es zum Beispiel bei Ameisenvölkern oder bei Bienenvölkern der Fall ist. Die Biene mit ihrem Einweggiftstachel, ja, sie kann zwar stechen und kann damit das Volk verteidigen, überlebt das aber grundsätzlich mal nicht, weil sie sich dabei ja den Hinterleib aufreißt, wenn der Stachel abreißt. Und dann stirbt sie. Ja? Aber trotzdem, dem Volk hat sie damit geholfen. Diese Selbstaufgabe, alles für das Volk, auch das können wir eben, was man zum Beispiel als heroisch ansehen möchte, kann, ne, wenn man will. Ja, das kann man durchaus. Ja, wenn das irgendwelche Soldaten tun, wird das als große Heldentat angenommen. Also menschliche Soldaten. Jetzt nicht unbedingt Ameisensoldaten, weil da guckt halt keiner zu. Aber im Grunde ist es das auch. Und das macht also wirklich, auch wenn ich mich da lange vorgedrückt habe, findet man faszinierendste Details und faszinierendste und spannendste Analogien auch zu unserer Lebensweise, die wir gerade bei volkbildenden Insekten finden können. Also ein ganz, ganz faszinierendes Volk, diese kleinen sympathischen Freunde mit dem Außenskelett. So, und mit dem Außenskelett sind wir dann auch schon angekommen bei genau dem Aufbau eines Insekts. Das hat nämlich die wesentliche Eigenschaft, dass es erstmal sechs Beine hat, darum heißt es ja Hexapode. Und außerdem hat es eben ein Außenskelett. Exoskelett haben alle Arthropoden gleich. Sie haben also jeweils draußen auf der Haut, statt einer Haut sozusagen, wirklich gleich ihr Skelett. Auf diesem Skelett gibt es noch eine Cuticula, das kann aus verschiedenen Substanzen bestehen. Das ist halt nochmal eine gewisse Schutzschicht. Die duftet auch nach was Bestimmtem in vielen Fällen. Ist gerade auch für Ameisen, mit denen wir uns dann nachher noch, vielleicht habt ihr das noch nicht gemerkt, aber wir werden uns noch ein bisschen intensiver mit den Ameisen speziell beschäftigen. Für die ist es zum Beispiel auch Kommunikationsmittel, dass sie unterschiedlich duften von ihrer Cuticula her. Und die hat noch mal eine gewisse Schutzschicht für das Skelett. Das ist manchmal so ein bisschen eine wachsartige Schicht und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, woraus so eine Cuticula bestehen kann. So, aber davon abgesehen ist das, was wir außen am Insekt sehen, tatsächlich sein Skelett und innen drin gibt es keine Knochen oder sonstige versteifende Mechanismen mehr. Minimalst noch so ein bisschen durch, zum Beispiel das Atemsystem, das hat gleichzeitig noch eine gewisse versteifende, festigende Wirkung. Aber ansonsten, wenn du das Skelett knackst, dann ist ein Insekt im Inneren ziemlich weich. Wer mal eins gegessen hat, weiß das. Und da gibt es dann nicht mehr viel, was knuspert. Ja? Also knusprig ist nur außen. So, und dementsprechend, das ist wirklich ganz wichtig mit dem Exoskelett. Das haben aber eben auch die anderen Arthropoden, sprich die Krebse, die Tausendfüßler, die Spinnentiere und so weiter. Die Anzahl der Beine ist dann quasi das namengebende und bestimmende Merkmal, denn wer ganz viele Beine hat, ist ein Tausendfüßler. Wer ein Krebs ist, ist halt ein Krebs. Der hat nicht unbedingt sehr viele Beine, aber kann immerhin mehr als sechs haben, theoretisch. Nicht nur theoretisch, hat er, glaube ich, auch. Oder er hat halt eben acht Beine, dann ist er ein Spinnentier. Und damit kann man das ganz gut einigermaßen festmachen. Jetzt beschäftigen wir uns aber wirklich mit dem Körperbau von unserem Insekt und das als ausgewachsenes Tier. Wir gucken uns also nicht die kleine Raupe an, flöp, 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 sondern wirklich das erwachsene, geschlechtsreife Tier und das hat immer einen dreigeteilten Körper, bestehend aus Kopf, Kaput, aus Thorax, dem Brustbereich, wenn man den so nennen will, und dem Abdomen, das ist der Hinterleib. So ganz grob, der Kopf ist erstmal wichtig, weil da hängen die Mundwerkzeuge dran und damit kann das Insekt allerhand Zeug kaputt machen, egal ob vegetarisch oder Karnivorernährung, aber irgendwie kaputt machen muss, in jedem Fall, wenn du was essen
Jungle ist. Das haben wir Tiere gemeinsam. Wir müssen irgendwas killen, was wir hinterher essen. Das ist bei den Insekten nicht anders. Außerdem ist im Kopf so eine Art Gehirn, nennt sich Oberschlundganglion. Sie haben auch noch ein Unterschlundganglion. Sie haben sozusagen quasi zwei Gehirne. Und da beginnt eben der Verdauungstrakt, weil tatsächlich bei solch kleinen primitiven Anführungszeichen, Insekten sind wirklich von der Weltherrschaft nur so viel entfernt. Aber vom Körperbau her sind sie halt doch vergleichsweise einfach. Daher beginnt der Darm sozusagen in dem Moment, wo irgendwas im Mund verschwindet. Insekten haben keinen Mund in dem Sinn. Sobald das nicht mehr zu sehen ist, ist es bereits im Darm angekommen und es läuft so lange durch den Darm, bis es am anderen Ende von einem Insekt auch wieder rauskommt. Der hat schon gewisse Segmente, dass da unterschiedliche Prozesse im Laufe des Darms passieren, aber zum Beispiel wäre schon zu weit gehen zu sagen, es gibt einen Magen und einen Darm. Tatsächlich gibt es eigentlich nur einen Darm. Und der ist auch kurz, weil er eigentlich nur so lang sein kann, wie halt das Insekt lang ist. Dementsprechend können Insekten auch kein komplexes Zeug verdauen. Das können selbst wir besser und wir können ja auch noch kein besonders komplexes Zeug verdauen. Und brauchen sehr einfache, leicht verdauliche Nahrung. Drum bietet sich für eine Biene halt eben auch Nektar an, weil Nektar ist die einfachste Nahrungsquelle, leicht verdaulichste Nahrungsquelle, die es in der Natur überhaupt nur gibt. Das ist nämlich Zuckerwasser und Zuckerglucose ist letztendlich der einfachste Nahrungsbaustein für jedes Tier, den es irgendwie nur geben kann. Boah. Gut. Also, das ist der Kopf, ja, dafür ist er im Wesentlichen zuständig. Dann der Thorax, der ist eigentlich im Prinzip dafür da, dass in der Mitte nicht irgendwie ein Loch im Insekt ist. Und zweitens hängen da die Füße und die Flügel dran. Vier Flügel übrigens, also zwei Paar Flügel standardmäßig und eben sechs Beine bzw. drei Paar Beine. Außerdem ist dafür im Thorax sämtliche Muskulatur vor Ort verankert, die dann die jeweiligen beweglichen Teile auch antreibt. So, und dann gibt es noch das Abdomen. Darin sitzen dann wesentliche Organe, insbesondere das Reproduktionsorgan und alle weiteren Teile, die funktionalen Teile, sage ich mal, der weiteren Organe vom Hirn, vom Oberschlundganglion mal abgesehen. So, jetzt fangen wir nochmal beim Kopf an. Am Kopf haben wir jetzt neben eben Chitinplatten, übrigens grundsätzlich dieses Exoskelett, das hat schon eine gewisse panzernde Wirkung. Man muss sich das schon vorstellen, dass sie damit, ein großes Insekt hat einen derart dicken Chitinpanzer, aus der Sicht eines kleinen Insekts, dass das wirklich wie eine Rüstung wirkt und eine kleine Ameise, selbst wenn sie zum Beispiel einen Stachel hat oder sehr starke Zangen, dann wird die eine große Ameise oder ein anderes großes Insekt einfach nicht kaputt kriegen, weil ihre kleine Zange nicht ausreicht, diese Panzerung, diese Rüstung sozusagen, die die großen Tiere haben, kaputt zu kriegen. Wenn kleine Tiere, kleine Insekten, große Insekten killen, dann schaffen sie das meistens auch wirklich nur über eine Übermacht und selbst wenn sie die Übermacht haben, müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, wie sie den Feind jetzt tot kriegen, weil sie kommen immer noch mit ihren kleinen Mandibeln nicht durch dieses große, durch diese fette Schicht des Exoskeletts eines großen Insekts durch. Wir kommen jetzt nochmal zurück zum Kopf nach erfolgtem Speicherkartenwechsel. Gibt Überlänge, ne? Also nicht erschrecken. Der Kopf hat Antennen. Antennen ist eigentlich der Fachbegriff. Fühler ist falsch. Also wenn jemand Fühler dazu sagt, das ist wirklich einfach Quark, weil damit müssten sie ja irgendwo daran rumfühlen. Das tun sie aber nicht. Diese Antennen sind wirklich zum Senden, na, zum Senden nicht, aber zum Empfangen von vor allen Dingen chemischen Signalen und sind in der Lage zum Beispiel genau die Temperatur zu bestimmen, den CO2-Gehalt der Luft zu messen, die Luftfeuchte zu messen und allerhand wirklich ganz, ganz tolle Sachen zu vollbringen, für die wir spezielle Messgeräte brauchen. Insekten können da allerhand Krempel mit anstellen. Außerdem sind sie in der Lage, ganz wunderbar verschiedene Pheromone zu riechen, die eben andere Insekten abgegeben haben. Und das macht schon sehr, sehr viel her und ist praktisch. Ne? So. Mehr dazu später.
Dann gibt es eben die Mundwerkzeuge. Da haben Insekten generell vier Stück sozusagen. Zwei paarige und zwei unpaarige. Es gibt eine Ober- und eine Unterlippe und dazwischen sitzen die Mandibeln und die Maxillen. Hat auch alles noch weitere Fachbegriffe. Also Ober- und Unterlippe haben auch Fachbegriffe. In vielen Fällen, das wäre so das Urinsekt. Ja? Das kann sich oben Sachen mit der Oberlippe ein bisschen festknallen, krallen, mit der Unterlippe ein bisschen was festkrallen und dazwischen hat es dann zwei Zangenpaare sozusagen zum Zerkauen der Nahrung. Im Fall von Ameisen, auf die wir uns später noch spezialisieren wollen, sind die Mandibeln tatsächlich ziemlich wichtig. Das ist also die große Zange, die eine Ameise am Kopf hat. Je nachdem, ob es eine große Ameise ist, eine Kriegerin zum Beispiel, Soldatin, da sieht man definitiv, dass die eine riesen Zange am Kopf hat, mit der sie auch ordentlich was kaputt machen kann. Und das tut sie auch. Aber das sind die Mandibeln. Ja? Also bei Ameisen eigentlich immer zum Zerkauen, zum Zerkleinern, zum Töten der Nahrung gedacht und ausgelegt. Darunter befinden sich kaum sichtbare Mandibeln, in dem Sinne, Maxillen, Entschuldigung, Maxillen, weil die mit der Unterlippe zusammen verwachsen sind und so eine Art schleckend saugendes Mundwerkzeug darstellen, weil Ameisen wollen ja auch gerne Pflanzensäfte haben, zum Beispiel, oder eben entsprechend Säfte, die von Blattläusen abgegeben werden. Also viele Ameisen haben sich auf die Aufnahme von, ja, im Grunde Zuckerwasser vereinfacht ausgedrückt spezialisiert und darum können sie also auch das speziell aufsaugen. Ein Saugeprozess ist nur mit speziell angepassten Mundwerkzeugen möglich. Es gibt auch Insekten, die haben ihren kompletten Mundapparat auf das Aufsaugen unter krassen Bedingungen ausgelegt. Beispiel sind viele Schmetterlinge. Die haben ja so einen langen ausfahrbaren Rüssel, der sich quasi so spiralförmig zusammen, rollen lässt und dann ausfahren, um sehr weit rein in eine Blüte zu kommen, bis hinten in den Kelch und da dann aufschlecken zu können, was da an Nektar zu finden ist. Dafür fehlt vielen Schmetterlingen vollständig ein beißendes, kauendes Mundwerkzeug, was auch zur Verteidigung eingesetzt werden könnte. Schmetterlinge sind im Regelfall vollkommen wehrlos, weil eben das alles umgebaut ist zur effizienten Nahrungsaufnahme. So, ja, so viel zu den Mundwerkzeugen. Die sind zwar wirklich spannend, aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen. Und damit sind wir am Kopf im Wesentlichen fertig. Das Innere vom Kopf kommt zum Schluss. Der Thorax, ja, also die Brust, der Bereich, wo die Beinchen dranhängen. Zunächst mal gibt es davon immer sechs und die sind oft als Laufbeinchen ausgebildet. Da gibt es aber ganz verschiedene Ideen in der Evolution, was man mit diesen Beinen alles anstellen kann. Zum Beispiel die Libellen, die können mit den Beinen bestenfalls sich noch irgendwo festhalten und ein bisschen landen. Laufen können die damit gar nicht mehr, weil die alle so nach vorne gerichtet sind, dass sie eine Art Fangapparat darstellen, wo die mit die Libelle im Flug Beute fangen kann oder eben sich aus dem Flug raus sofort irgendwo festhalten kann. Und dafür nimmt sie alle sechs Beinchen und hat dann keine regulären Beine zum Laufen mehr übrig. Drum sieht man selten eine rumlaufende Libelle, das kann die nicht mehr. Die fliegt nur, wenn sie irgendwo hin will, fliegt sie. Und wenn sie landen will, kann sie sich festhalten, okay, aber das war's. Ja? Für die Libelle funktioniert das offensichtlich gut, weil sie ist noch nicht ausgestorben. Im Gegenteil, Libellen sind einige der ursprünglichsten Insekten, die es da bisher so gegeben hat in der Historie. Und jetzt muss ich gerade kurz gucken. Ja, funktioniert ja alle, die Technik funktioniert. So, aber im Regelfall sind das normale Laufbeine und drum Arthropoden gleich Gliederfüßer, weil eben die Beine, mit denen die unterwegs sind, die Extremitäten bereits Glieder aufweisen, sogar ziemlich viele und haben diverse Gelenke. Übrigens am Fuß eines jeden Insekts befindet sich einmal eine Kralle, deswegen kann jedes Insekt eine raue Oberfläche hochlaufen und es befindet sich, wenn man die Kralle zur Seite klappt, darunter noch so ein Haftpolster, so ein Haftorgan mit hoher Adhäsionskraft, mit dem sie sich an glatte Oberflächen dann wunderbar dran kleben können und eben auch glatte Sachen hochlaufen können. Jeder, der mal im Biergarten saß und der Wespe dabei zugeschaut hat, wie sie am Glas auf und ab spaziert, weiß das. Ja? Oder am Bierdeckel oder sonst wo. Also sowohl raue als auch glatte Oberflächen stellen für die gute Wespe überhaupt kein Hindernis dar. Gut. Dann Flügel.
Flügel sind ursprünglich zwei Paar gewesen, das heißt, jedes Insekt ist vierflüglich mal gewesen. Jetzt im Laufe der Evolution hat sich herausgestellt, dass vierflüglich zu sein nicht unbedingt immer ein besonders großer Vorteil ist. Und drum haben sich teilweise, wie zum Beispiel bei den Fliegen, zwei Flügel ziemlich zurückgebildet und sind jetzt nur noch so kleine Nupselchen, die zur Schallwahrnehmung, zur Druckwellen, also Schall in Form von einer Welle, einer Druckwelle. Ne? Wer mal vor einem fetten Bass gestanden ist, weiß, was ich meine. Sowas kann die da mit diesen Flügelstümmelchen, die sie von dem zweiten Paar Flügel noch übrig hat, besser wahrnehmen, eine Fliege. Dafür hat sie aber nur noch ein paar Flügel zur Verfügung, kommt damit aber auch ganz wunderbar zurecht. Außerdem spart es Energie, wenn man mit nur ein paar Flügel durch die Gegend fliegt, als wenn man da eben noch mit zwei Flügeln unterwegs ist. Andererseits, wie man zum Beispiel bei der Libelle sehen kann, große Flugkunststücke sind mit vier Flügeln einfacher durchzuführen als mit zwei Flügeln. Und Libellen sind ja wirklich ganz ausgezeichnete Flieger, die eben noch beide Flügelpaare auch aktiv zum Flug nutzen. Wieder aber andere Variante wären zum Beispiel die Käfer. Käfer sind dadurch gekennzeichnet, dass sie immer auch Flügel, na fast immer auch Flügel haben und auch fliegen können. Aber die Flügel sieht man im Standardkäferzustand nicht, weil das vordere Flügelpaar als Deckklappen ausgebildet ist, die sich eben zum Schutz der empfindlichen Hautflügel über diese drüber legen können. Schönes Beispiel: Marienkäfer kennt jeder, ne? Der klappt erstmal seine Landeklappen da auf, dann kommen die eigentlichen hautigen, silbrigen Flügel zum Vorschein und dann fliegt er erst los. Also wer schon mal den Marienkäfer beim Start, das werden die meisten von uns sein, gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja, Ameisen tatsächlich haben auch noch vier Flügel, wenn sie dann Flügel haben. Die Arbeiterin hat nämlich keine. Nur männliche Ameisen und Königinnen, die noch nicht verpaart wurden, die haben noch Flügel. Ja? Und manchmal haben die Königinnen auch trotzdem keine Flügel. Aber die Männchen, na, auch nicht bei jeder Ameisenart, aber im Regelfall haben die Männchen zumindest Flügel. Das ist der eine Vorteil, den man hat als Mann bei den Ameisen. Man kann rumfliegen. Das war's. Ansonsten ist das Leben als Mann bei den Ameisen echt nicht schön. Ja, wirklich nicht. Kommen wir noch zu. Ja, das also, die sämtliche Muskulatur für all diese beweglichen Teile, für vier Flügel und sechs Beine, die sitzt im Thorax. Ja, also der Thorax ist wirklich der Bereich, wo die geballte Muskulatur der kompletten Ameise an einem Ort kompakt zusammenkommt. Das ist durchaus ganz clever, weil da muss nur an dieser einen Stelle quasi Sauerstoff im großen Maß transportiert werden, weil die Muskulatur davon viel verbraucht und auch nur an dieser einen Stelle muss viel Nährlösung, mehr Nährstoffe transportiert werden, weil eben auch viel, ja, Kalorien letztendlich von der Muskulatur verbraucht werden. Und dann hängt hinten dran, drittes Segment eines jeden Insekts, das Abdomen. Und im Abdomen muss jetzt keine Muskulatur mehr sein und drum ist im Abdomen wunderbar viel Platz für alle anderen Innereien, die so ein Insekt sonst noch so hat. Man könnte jetzt meinen, da sitzt jetzt ein Herz und eine Lunge. Eine Lunge haben die so erstmal gar nicht und Herz ist schon sehr großzügig, wenn man dieses primitive Pumpteil da, was sie da haben, als Herz bezeichnen möchte. So, dafür muss uns nämlich klar sein, ein Insektenkörper durch das außenliegende Skelett ist eigentlich nur noch in diese drei Segmente unterteilt, aber auch die sind offen zueinander und es gibt keine Blutgefäße, keine Adern, keine Bahnen, in denen sich das Blut bewegt, sondern es ist da einfach lose drin, locker. Ne? Das schwappt da quasi im Insekt von vorne nach hinten. Das ist jetzt auch übertrieben, so ein kleines bisschen Wände- und Stabilisierungsmechanismen gibt es dann schon noch, aber trotzdem ist die Körperhülle erstmal so nicht weit unterteilt und das Blut kann im Grunde von vorne bis hinten, wenn du das Insekt auf den Kopf stellst, dann fließt es nach vorne und wenn du das Insekt wieder umdrehst, Kopf nach oben, dann fließt es nach hinten. Ja, plus minus. Und da das ein bisschen unpraktisch ist, weil ein Insekt ja auch trotzdem so eine Art Gehirn hat, das gerne viel Sauerstoff abbekommen möchte und damit schon ganz gut wäre, wenn es relativ gut blutgesättigt, in dem viel Sauerstoff vorhanden ist. Das funktioniert wie bei uns. Der Sauerstoff geht erstmal ins Blut und wird dann übers Blut überall hin transportiert. Drum hat sich auch beim Insekt eine
eine Ader, die Aorta, durchgesetzt. Und diese eine Ader sozusagen, die dient quasi dazu, im hinteren Bereich, im Abdomen, sauerstoffreiches Blut aufzunehmen. Das kann da einfach reinfließen. Dann gibt es in der Ader selber einen verdickten Bereich, der pulsiert. Pump, 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 pump. Das ist so eine Art Herz. Das ist allerdings wirklich so primitiv, dass man das nicht wirklich mit unserem oder mit einem Säugetierherz oder einem Vogelherz oder Ähnlichem vergleichen kann. Aber ja, es ist eine Art von Pumpe, die Blut durch die Gegend, also Hämolymphe, das ist das nächste. Blut im Insekt ist nicht wirklich Blut in dem Sinne, dass es rote Blutkörperchen aufweisen würde. Aber nichtsdestotrotz ist es so eine blutartige Flüssigkeit, die auch Sauerstoff transportieren kann. So, und da gibt es dann eben durch diese Pumpe die Möglichkeit, hinten im sauerstoffreichen Bereich des Insektenkörpers, also dem Abdomen, das Zeug aufzunehmen und dann durch den Thorax nach vorne in den Kopf zum Oberschlundganglion zu transportieren, wo halt viel Sauerstoff nötig ist, weil das Hirn muss ein bisschen denken. Bisschen viel sogar, je nachdem, um welches Insekt es sich handelt. Die haben teilweise erstaunlich komplexe Denkprozesse, die man auch mit etwas Fantasie wirklich auch schon Denkprozess nennen muss. Also Insekten sind, auch wenn sie dumm gegen eine Glühbirne fliegen, blöm, 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 sind sie trotzdem in manchen Fällen erstaunlich klug. Ja? Kommen wir auch noch zu. So, und also dieses herzartige Ding da in der Aorta, das kann man vielleicht als Organ ansehen. So, jetzt gibt es eine Lunge? Nee, gibt es nicht. Was es gibt, ist ein Tracheensystem. Das heißt, das Insekt hat an der Seite kleine Löchlein und durch diese kleinen Löchlein diffundiert Luft ins Innere. Muss man sich so vorstellen, im Insekt wird Luft verbraucht, also Sauerstoff. Sauerstoff verbraucht für eben Atmung und dann wird die Luft, die sich im Insekt befindet, immer mehr weniger Sauerstoff gesättigt sein, wenig Sauerstoff im Insekt, viel Sauerstoff außen, dann strömt automatisch sauerstoffreiche Luft von außen nach innen und die sauerstoffarme automatisch von innen nach außen. Konzentrationsgefälle, Diffusion sorgt für ein Stück weit passives Atmungssystem. Das ist ziemlich genial und das macht Insekten auch zu so super ausdauernden Viechern, wie zum Beispiel die nervige Fliege im Wohnzimmer, die ständig auf dir landet und dich kitzelt. Und dann musst du sie verscheuchen, während du eigentlich nur in Ruhe dein Buch lesen möchtest. Das kann die tagelang machen, ohne nennenswert irgendwo Nahrung zu finden, weil die ein unglaublich effizientes und wenig energieverbrauchendes Atemsystem hat, denn die atmet quasi passiv, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Ein Stück weit. Man hat lange Zeit tatsächlich geglaubt, das wäre eine ziemlich rein passive Angelegenheit, die Insektenatmung. Inzwischen weiß man allerdings, wenn man es einfach besser untersuchen kann, es gibt schon noch gewisse Pumpprozesse. Ja? Nämlich kann der Hinterleib, insbesondere das Abdomen, kontrahiert werden, also ein bisschen zusammengezogen. Da sind auch oft die Chitinplatten, die sich außen ums Abdomen befinden, relativ grob und dass da viel Zwischenraum dazwischen ist, also ungepanzerter Raum. Und der ist halt beweglich und der kann auch sein Volumen ein bisschen vergrößern, ein bisschen verkleinern. Man kennt das von Zecken, dass die sich halt riesig aufpusten können, obwohl sie ja eigentlich ein Außenskelett haben sollten, mit dem so ein Dehnungsprozess dann schwierig wird. Zecken sind zwar zu den Spinnentieren zu zählen, aber ein Außenskelett haben die deswegen trotzdem auch. Und darum ist das vielleicht ein ganz guter Vergleich. Und auch bei Insekten gibt es ja durchaus Fälle, wo die den Hinterleib wirklich ein bisschen aufpumpen können. Das funktioniert ganz gut. Und man kann den Hinterleib eben auch zusammendrücken. Wenn man ihn zusammendrückt, dann drückt man die Luft, die sich noch im Inneren dieser Tracheen, dieser Röhren, die durchs ganze Insekt gehen, befindet, nach draußen. Dann ist gar keine Luft mehr drin. Und dann strömt natürlich umso intensiver frische Luft von draußen ins Innere des Insekts, reichert dort das Blut mit die Hämolymphe mit Sauerstoff an und bis da eben kaum noch Sauerstoff in der Luft, im Käfer, im Insekt, in der Ameise vorhanden ist, dann macht sie wieder Quetsch, drückt die Luft nach außen und es kommt wieder neue rein. Dieses Quetsch,
Das verbraucht allerdings ein bisschen Energie und jetzt hängt es halt einfach davon ab, wie viel Sauerstoff wird gerade benötigt. Muss dann die Atmung sozusagen durch Pulsieren des Hinterleibs unterstützt werden oder muss sie es nicht? Manche Insekten, zum Beispiel Heuschrecken, haben noch Luftsäcke, die sich an dieses Tracheen, dieses Gangsystem andocken. Also so einzelne, wir haben im Grunde große Blasebalge, die noch zusätzlich im Inneren des Insekts zu finden sind. Diese Blasebalge können auch kontrahiert werden. Drücken dann nochmal mit Kraft die Luft nach außen, sodass frische, sauerstoffhaltige Luft wieder besser ins Insekt eindringen kann. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man keinen flexiblen Hinterleib hat, den man kontrahieren kann, also pulsieren lassen kann, weil man überall gepanzert ist und es keine weichen Stellen gibt, die das hier können. Ja? Dann braucht man solche Luftsäcke, die das sozusagen intern innerhalb der Panzerung erledigen, also des Exoskeletts. Ja, das ist im Grunde das Artensystem auf einfache Weise erklärt. Man kann auch noch ein bisschen, die können die Öffnungen zum Beispiel noch ein bisschen regulieren, die Größe der Öffnung, durch die die Luft eindringt bzw. sie wieder verlässt. Aber das Ganze ist hochgradig effizient, wirklich irre effizient und das macht eben diesen geringfügigen, dieses ewige Fliegen einer Fliege, obwohl die doch nie was frisst. Und nie müde wird dabei. Sowas ist unter anderem dadurch möglich, dass auf ein energieverbrauchendes Herz verzichtet wird, im großen Stil zumindest, dass die Atmung kaum Energie verbraucht und das Einzige, was dann überhaupt noch irgendwie Energie braucht, sind winzig kleine Muskeln, die so ganz klein sein können, weil die Flügel unglaublich effizient sind und das ganze Vieh insgesamt wahnsinnig leicht für das, was es an Bewegung da so abzieht. Also die Effizienz eines Insektenkörpers ist einfach wirklich nur beeindruckend, wenn man sich im Vergleich dazu andere Tiere anguckt. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal zurück nach vorne zum Kopf, weil da müssen wir uns noch ein paar Gedanken ums Hirn machen. Das ist ein sogenanntes Oberschlundganglion, das verbunden ist mit einem dorsalen, Entschuldigung, ventralen, Nervensystem, also einem bauchseitigen Nervensystem. Drum, wenn Kinder Insekten quälen, kann man sich fragen, ob die wirklich Schmerzen haben. Das hängt davon ab, welcher Teil des Insekts gerade entfernt worden ist. Denn das Nervensystem geht zum Beispiel nicht bis in die Beine. Ein Insekt merkt wohl, dass ihm ein Stück Bein fehlt, weil es da halt nicht mehr mit auftreten kann und so weiter und so fort. Aber da ist keinerlei anatomisch nachweisbar kein Nerv vorhanden, der in irgendeiner Form ein Schmerzsignal weiterleiten könnte. Inwiefern überhaupt, abgesehen durch das Fehlen des Beins und das Insekt dann irgendwie schon merkt, dass es nicht mehr richtig laufen kann. Abgesehen davon kann man sich streiten, ob die überhaupt irgendeinen Rezeptor haben, der ihnen sagt, dass sie gerade eins von ihren sechs Beinen verloren haben. Ja? Es lässt sich übrigens auch erkennen, dass möglicherweise Schmerz sehr anders wahrgenommen wird bei Insekten als bei höheren Lebewesen mit einem überall hinreichenden Nervensystem. Dass zum Beispiel auch Ameisenköniginnen, nachdem sie die nicht mehr brauchen, weil sie ab sofort nur noch Eier legen, sich selbst ihre Flügel abbeißen bzw. abreißen. Und das scheint denen nichts auszumachen. Das liegt daran, dass es ihnen wirklich nichts ausmacht, weil da keine Nerven drin sind, dass sie da irgendwie was spüren könnten. Ja, die Flügel und auch die Beine dienen auch nicht als Taster, dass die damit in irgendeiner Form irgendwas ertasten, und irgendwelche Oberflächen untersuchen wollen. Zumindest wissen wir nicht, dass das, wäre neu, dass das irgendwie funktionieren würde. Wenn was untersucht werden soll, dann geht das tatsächlich, zum Stück weit mit den Antennen. Aber ansonsten ist ein Tast Sinn bei den vielen Insektenarten gar nicht so sehr vorhanden. Dafür können sie ganz wunderbar Vibrationen des Untergrunds wahrnehmen. Sie hören auch in dem Sinne nicht, dass sie irgendein ein Ohr in dem Sinn haben. Also Geräusche wirklich als eine Interpretation von Schallwellen wahrnehmen können. Dafür können sie Schallwellen in Form von einer Erschütterung sehr wohl wahrnehmen. Und damit merken sie, wenn was vibriert, sich was bewegt. Sie können sozusagen Bewegung hören. Ja. Aber ja, da bin ich jetzt auch wirklich kein Experte und will da nicht weiter in dem Bereich rum mehr quatschen.
Jedenfalls gibt es ein unteres Gehirn, das zusammen mit dem oberen Gehirn, eben mit dem zentralen, ja, Rückenmark, das aber auf der Bauchseite sich befindet, verbunden ist. Und da gibt es dann nochmal so einzelne Nervenknoten, zum Beispiel an den Beinpaaren, an den Flügelpaaren und ich glaube hinten im Abdomen ist auch nochmal irgendwie sowas in der Richtung. Und das sind sozusagen diese Nervenknoten für sich genommen, sind so eine Art Mini-Ganglien, also Mini-Gehirne, die für die Steuerung der ansitzenden Beine zum Beispiel zuständig ist. Also hat jedes Beinpaar sein eigenes Gehirn, das für die Steuerung, also wirklich die Funktion dieses Beinpaars, jetzt machst du da einen Schritt hin, jetzt machst du dort einen Schritt hin, irgendwie zuständig ist. Und die wiederum sind vernetzt mit dem Hauptganglion, mit dem Oberschlundganglion, wobei man sich da eben jetzt, das weiß ich einfach nicht, dafür bin ich nicht Entomologe genug, fragen kann, inwieweit denn da diese Vernetzung auch funktional ist und inwiefern die Beine nicht wirklich durch ihr eigenes kleines Mini-Gehirn relativ unabhängig voneinander funktionieren. Völlig unabhängig kann nicht sein, weil die bewegen sich ja schon in einem gewissen Gleichschritt und schon so, dass sich das Tier effizient fortbewegen kann. Und auch beim Fliegen, die Flugsteuerung ist ja noch komplizierter, könnte man sich vorstellen, als einfach nur einen Schritt vor den anderen. Mit sechs Beinen vielleicht auch komplizierter als mit zwei, aber die Flugsteuerung ist mit Sicherheit noch komplizierter. Den Bereich für die Flugsteuerung allerdings, der befindet sich zumindest bei Ameisen tatsächlich im Oberschlundganglion, also im Hauptgehirn. Das heißt, da ist schon eine Weiterleitung von Hauptgehirn zu Flügelsteuerungsgehirn irgendwie vorhanden. Aber das ist saumäßig spannend. Also Insektenhirnforschung, da muss ich mich noch weiterbilden und finde das unglaublich faszinierend, was da alles so funktioniert und viele Strukturen, die bei uns natürlich viel, viel, viel komplizierter sind, aber in der Funktion bisschen ähnlich. Wahnsinnig spannend. Übrigens, das Unterschlundganglion, das ist für die Steuerung der Mundwerkzeuge zuständig. Das sind ja auch relativ viele, die da irgendwie koordiniert werden sollen. Teilweise besitzen Insekten dann sogar noch so eine Art Zunge, die ebenfalls dann auch mit koordiniert werden muss und sich dafür ein extra kleines Spezialgehirn zur Mundraumsteuerung zuzulegen, schien wohl auch eine gute Idee zu sein, evolutionär gesehen. Also die allermeist, fast jedes, nee, wahrscheinlich jedes Insekt hat auch eben Ober- und Unterschlundganglion mit eben diesem Spezialhirn. So, das soll es aber an dieser Stelle jetzt gewesen sein. Ich habe mich jetzt beim Körperbau auch immer mal wieder so ein kleines bisschen auf die Ameise bezogen, weil tatsächlich wird uns die Ameise jetzt als Ameisen erstmal allgemein und dann vielleicht eventuell auch die rote Wandameise möglicherweise noch ein bisschen begegnen in diesem Adventskalender, damit wir uns auch mal konkret um ein sehr wichtiges Insekt gekümmert haben, das für Waldökosysteme essentiell ist. So, aber jetzt erstmal hier mit Überlänge an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich soweit, wünsche euch wie immer alles Gute und bis morgen. Tschüss.